Ja, schönen Nachmittag. Letzte Woche haben wir uns beschäftigt mit Anpassungstests. Das hieß also, dass man auf eine vorgegebene Verteilung testet. Erinnert euch zum Beispiel beim Chi-Quadrat-Anpassungstest, kann man super testen, ob ein fairer Würfel vorliegt zum Beispiel, auf eine diskrete Gleichverteilung, solche Dinge. Und was wir allerdings noch gar nicht geklärt haben ist, wie können wir auf Unabhängigkeit testen? Und ihr müsst euch vorstellen, dass Folgendes gegeben ist. Stellt euch vor, ihr habt einen Zufallsvektor gegeben, x, y, also zweidimensional. Und darunter vorstellen könntet ihr euch zum Beispiel Körpergröße und Körpergewicht. Das wäre so ein Beispiel. Und warum ist es wichtig, dass das ein Zufallsvektor ist? Weil ihr dürft es nicht loslösen. Ihr dürft es nicht von unterschiedlichen Personen Körpergewicht und Körpergröße nehmen. Ihr müsst es von derselben Person machen. Und deswegen betrachten wir einen Zufallsvektor. Was ist natürlich die Fragestellung, die uns interessiert? Ihr habt es was miteinander zu tun. Das heißt, die Frage hier, sind x und y unabhängig? Hat dieser Zufallsvektor unabhängige Komponenten oder eben nicht? Ja, wissen werden wir es nie, aber zumindest einen statistischen Test wollen wir also hier erarbeiten. So, ein konkretes Beispiel, was wir dann noch weiterverwenden werden. Es gibt also hier den Datensatz Herr Eikaller. Ist das zu klein? Ein bisschen vielleicht, oder? So besser. Und wenn ihr euch diesen Datensatz dann mal genauer anschaut, schaut er also so aus. Faktorisiert nach dem Geschlecht ist also hier immer zu sehen, die Haarfarbe und die Augenfarbe. Und das, was mir jetzt zuerst einmal ein bisschen stört, ist, dass das nach dem Geschlecht faktorisiert ist. Man kann einfach diese beiden Tabellen hier zusammenzählen. Ich nenne das KT, ich werde später sagen, warum, für Kontingenz dafür. Und zwar deswegen, weil man hier die Kontingente erfasst. Und was ich gerne hätte, ist, dass ich jetzt die Summe bilde, deswegen apply, weil ich also die Summe bilden möchte, in diesem Datensatz Herr Eikaller. Und zwar möchte ich das bilden, eben über das Geschlecht, und das kriegt man zum Beispiel so zustande. Und ihr seht, KT erhaltet ihr einfach, indem ihr jeden Eintrag zusammengezählt habt, und zuerst war das eben faktorisiert nach den Geschlechtern, jetzt ist es zusammengezählt. Was ist die Fragestellung? Wir wollen wissen, hat die Haarfarbe was mit der Augenfarbe zu tun? Das heißt, was vorliegt, sind im Prinzip jetzt genau eben solche Ausprägungen, und zwar genauer einer Stichprobe, also eher Realisierung sollte ich sagen, einer Stichprobe von einem gewissen Umfang. Und es ist einfach nur eben jetzt hier entsprechend gezählt worden, wie viele Personen gibt es, die schwarze Haare und braune Augenfarbe haben zum Beispiel. Das waren 68. Das nennt man Kontingenz dafür, wenn man die Daten, die Zähldaten so angeht. Und jetzt ist die Frage, können wir das visualisieren, was da passiert? Ja, und eine Möglichkeit wäre, dass man hier einen Barplot verwendet. Das steht einfach für Balken- oder Säulendiagramm, nennt man das auch. Und ihr seht, wenn ihr das jetzt da so auftrage, schaut das so aus. Kann man da schon was rauslesen? Also immer wenig. Ja, Hazel, das ist halt auch so eine Augenfarbe. Nein, also immer nicht. Geschickter wäre, wenn man Prozente bildet, und zwar in den jeweiligen Spalten. Und da gibt es die Möglichkeit, das mit plot.table zu machen. Das heißt nichts anderes als, wir bilden jetzt einfach Prozente noch einmal in den einzelnen Spalten. Und 2 sagt eben, dass es in den Spalten passieren soll. Und ihr seht also hier, die Höhe dieser Säulen ist jetzt immer 1, entspricht 100%. Und das, was ihr da zum Beispiel erkennen könnt, das entspricht jetzt hier der Augenfarbe braun. Und hier in Prozenten angegeben ist jetzt entsprechend die jeweilige Haarfarbe. So, immer noch nicht toll. Warum? Ja, weil wir keine Ahnung haben, welche Haarfarbe da welcher Schattierung entspricht. Ja, dann nehmen wir noch Legende dazu. Die Legende soll also sein, eben in dem Fall sind es gerade die Row Names von dieser Kontingenztafel. So, so schaut das jetzt aus. Ich mache das Ding vielleicht nochmal ein bisschen größer. So in etwa. Und dann werden wir das da also nochmal plotten und ich mache es mal ganz groß. Was sehen wir? Ja, nochmal, die Fragestellung ist, hat die Haarfarbe mit der Augenfarbe was zu tun? Ich würde sagen, wenn ich das anschaue, das ist nur deskriptiv, mehr nicht. Ja, definitiv. Schaut zum Beispiel mal hierher. Braunhaarige, falsch, braunäugige, die sind also tendenziell viel häufiger von brauner Haarfarbe und schwarzer Haarfarbe. Wenn ihr hingegen schaut, jene mit blauen Augen, da ist ein riesengroßer Prozentsatz, also das sind hier, was wir sehen, ein bisschen über 40% in diesem Datensatz blond. Das heißt, hier scheint es einen Einfluss zu geben, oder? Die scheinen sich gegenseitig zu beeinflussen. Was wäre denn, wenn sie unabhängig wären? Ja, dann müssten überall alle Abschnitte gleich groß sein. Es müsste ja egal sein, welche Augenfarbe ich habe.
die Wahrscheinlichkeit, dann die entsprechende Haarfarbe zu haben, müsste unbeeinflusst bleiben, oder? Das wäre der Punkt. Das heißt, klar für Unabhängigkeit würde sprechen, wenn jetzt also alle diese Balken in etwa gleich aufgeteilt werden. Und das allein schon optisch sagt man, da wird es wahrscheinlich wirklich eine Diskrepanz geben. Wenig überraschend. Und jetzt ist die Frage, wie man das testen kann. Und das Bildchen, glaube ich, lassen wir uns da, weil das ist im Prinzip die Idee, wie wir zu unserem Test kommen werden. Und dieser Test hat dann natürlich einen Namen, heißt dann Chi-Quadrat Unabhängigkeitstest. So, was können wir uns jetzt anschauen? Ja, was wir zunächst mal tun können ist, wir können unseren ganzen Wertebereich und der Wertebereich dieses Zufallsvektors, das ist ja der ganze R2 prinzipiell, den können wir mal zerlegen. Und zwar, wir zerlegen hier zum einen die ganze X-Achse und zum anderen zerlegen wir also hier auf der Y-Achse. Und was wir hier machen ist, noch einmal, wir zerlegen genau wie beim Chi-Quadrat-Anpassungstest zunächst einmal die X-Achse und das machen wir, indem wir hier eine disjunkte Zerlegung bilden, gehend von i gleich 1 bis zu irgendeinem kx. Wir bilden also hier wieder Klassen über irgendwelche bix und der Index hier oben deutet halt an, dass wir das in x-Richtung machen. Das hier sind halt alles irgendwelche Borel-Mengen. Ich sage dazu, es können beliebige Borel-Mengen sein, aber bitte, typischerweise macht man genau das, was ihr hier seht. Ich bilde jetzt also da einfach solche Intervalle. Okay? Also, ihr zerlegt entsprechend die ganze x-Achse in disjunkte Intervalle. Genau das gleiche macht ihr also mit der y-Achse. Und das müssen natürlich nicht zwingend dieselben sein. Auch hier bildet ihr also eine disjunkte Zerlegung von j gleich 1 bis ky, das wieder die Anzahl der Klassen, die ihr also hier entsprechend bildet, über irgendwelche bjy. Und das prinzipiell könnten wieder beliebige Borel-Mengen sein. Wir denken bitte immer an Intervalle. Diese Zerlegung ist komplett beliebig. Das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Aber es gibt sinnigere und weniger sinnigere. Schauen wir uns konkret das Beispiel an. Was wäre eine sinnvolle Zerlegung? Ja, da muss man zunächst einmal sagen, wir müssen Augen- und Haarfarbe entsprechend kodieren. Stellt euch vor, die nummeriert man durch, jeweils von 1 bis 4. Und wie werden wir die Klassen dann bilden? Ja, das jeweils, hier rein, machen wir das vielleicht in einer anderen Farbe. Was gibt es denn da noch? Rosa. Da zum Beispiel, in eine solche Klasse hier, das wäre also jetzt ein BIX Kreuz BJY, dass hier natürlich genau eine Ausprägung des Zufallsvektors hineinfällt. Zum Beispiel schwarze Haare, braune Augen. Also ich werde es genau so bilden, dass, wie gesagt, noch einmal jede Ausprägung des Zufallsvektors genau in eine Klasse fällt. Das ist natürlich das, was ich bei diskreten Merkmalen mache, mit endlich vielen Ausprägungen, wie es hier der Fall ist. Und das wäre also ganz die typische Anwendung hierfür. Na gut, jetzt können wir uns überlegen, ja, was hat das, was wir hier sehen, mit dieser Klassenbildung zu tun? Wenn wir sehen, was wir haben, empirisch zumindest, sind also jetzt eben hier Wahrscheinlichkeiten, genau was wir haben, sind die relativen Häufigkeiten, dass in bestimmten Klassen was reinfällt. Wir können ja zählen, wie viele Leute gibt es mit schwarzer Haarfarbe und braunen Augen beispielsweise. Ja, das steht in der Tabelle. Und was wir aber auch wissen ist, wie die Wahrscheinlichkeiten sich untereinander verhalten sollten, wenn die beiden Merkmale unabhängig sind. Das heißt, was definieren wir zunächst mal? Für i, und zwar laufend von 1 bis kx und j laufend von 1 bis ky, setze folgendes wie folgt. Und zwar, wir wollen mal betrachten die Wahrscheinlichkeit, dass, ich münze das immer gleich auf das Beispiel hier um, eine bestimmte Haarfarbe und eine bestimmte Augenfarbe auftritt. Das heißt also die Wahrscheinlichkeit, dass der Zufallsvektor in eine ganz bestimmte Klasse reinfällt, und zwar in BIX Kreuz BJY. Oder ich kann es auch so schreiben, das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass X in BIX liegt und dass also Y, stellen wir uns was für Sie, die Haarfarbe vor, in BJY hineinfällt. Okay, das ist einmal die erste Wahrscheinlichkeit. Ihr denkt gleich schon mit, wenn jetzt die beiden hier unabhängig wären, was könnt ihr da gleich weiterschreiben? Was ich aber nicht weiß, dass sie sind, na dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass x da reinfällt und gleichzeitig y hier reinfällt, gleich dem Produkt der beiden. Das ist das, was wir im Hinterkopf behalten. Und entsprechend diese Wahrscheinlichkeiten, die hier auftreten würden, die nennt man zum einen pi, also pix. Und das sollte dann die Wahrscheinlichkeit sein, ja, dass genau das hier passiert, dass x in px fällt. Also
Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass x in bx fällt. Wir können das also agrafisch aufarbeiten. Stellen wir uns darunter Folgendes vor. Und zwar, das ist gerade die Wahrscheinlichkeit, dass wir entsprechend in einem solchen Streifen unterwegs sind. Okay? Also, diese Wahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Werte in einem solchen Streifen angenommen werden. Also wichtig ist, dass wir in bx hineinfallen. Genauso können wir uns aber überlegen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Werte in so einem horizontalen Streifen angenommen werden. Das würde dem hier entsprechen. Und das wäre also in diesem Fall, so setzen wir es, bjy und definieren das als die Wahrscheinlichkeit, dass y in bjy liegt. Und noch einmal, was ist das für eine Wahrscheinlichkeit? Das ist einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem solchen Streifen drin liegen. Und zwar der gerade definiert wird über diesen Index j hier. Gut, was sollte unter Unabhängigkeit jetzt gelten? Ist uns klar. Na, es sollte gelten, dass diese Wahrscheinlichkeit das Produkt dieser beiden ist. Das heißt also, wenn x und y tatsächlich unabhängig wären, was würde folgen? Dann würde folgen, dass für alle Indizes i und j, die genauso laufen wie da oben, ich bin nur schreibfaul, müsst ihr halt dazu schreiben, mache ich jetzt nicht, sage ich nur dazu, gilt, dass pij gleich pix mal pyj ist, oder? Das müsste ich einfach so faktorisieren. Das würde aufgrund der Unabhängigkeit impliziert werden. Frage an euch, ist das äquivalent? Da schüttelt schon einer den Kopf. Wäre es in diesem konkreten Fall äquivalent, wenn ihr die Klassen genauso bildet, wie ich es euch gesagt habe? Nur zwei diskrete mit endlich vielen Ausprägungen, da reicht es. Da wäre es wirklich äquivalent. Und zwar, wenn ihr die Klassen so bildet, dass wirklich jede einzelne Ausprägung in eine einzelne Klasse reinfällt. Dann passt es. Da ist kein Problem. Aber ihr könnt ja hier genauso beispielsweise kontinuierliche Merkmale nehmen. Wäre auch zugelassen. Steht nichts im Weg bis jetzt. Und wird es auch nicht. Und da müsst ihr aufpassen, da ist das keine äquivalente Bedingung, oder? Nur weil also da sozusagen die Häufigkeiten, müsst ihr euch vorstellen, in den einzelnen Zellen passen, muss nun lange nicht eben das so sein, dass die unabhängig sind. Okay, aber sonst also bei den entsprechenden diskreten Merkmalen, die man meistens mit diesem Test betrachtet, ist hier sogar Äquivalenz. So, und jetzt haben wir schon die Idee für einen Test geboren, oder? Wir müssen jetzt nur sagen, was ist sozusagen hier eine signifikante Abweichung von dieser Bedingung. Und was wir natürlich gegeben haben werden, das sieht man in dem Beispiel, ist nicht der Zufallsvektor selber, ja schön wär's, sind auch nicht die Wahrscheinlichkeiten, sondern wir haben wieder eine Stichprobe gegeben. Also, Ausgangspunkt ist natürlich jetzt eine Stichprobe. Habt ihr bis dahin mal Fragen? Also das sollte euch glasklar sein, was man bisher getan hat. Und vor allem an dem Beispiel solltet ihr es euch gut vorstellen können. Also was wir haben, ist eine Stichprobe und diese Stichprobe, passt auf, das ist jetzt eine zweidimensionale Stichprobe. Also wir haben ein x1, y1 bis xn, yn. Das ist eine Stichprobe und zwar zu diesem Zufallsvektor xy. Natürlich ist es so, ich nehme jetzt nicht nur eine Person und nehme davon die Augen und die Haarfarbe, sondern beispielsweise erfasse ich die von euch allen. Also ich erhebe dieses Merkmal mehrfach und ihr stellt euch immer vor, zufällig wird halt eine Person ausgewählt. Was ihr da übrigens seht, und das möchte ich nur mal betonen, das ist eine sogenannte gepaarte Stichprobe, sagt man auch oft. Die beiden haben was miteinander zu tun. Ja? Löst sie bloß nicht los. Da verliert ihr ganz viel Information, solltet ihr ja nicht machen. Und insbesondere ist dann die Frage der Abhängigkeit nicht mehr von Interesse oder Unabhängigkeit. Na gut, was tun wir jetzt? Ja, jetzt fangen wir an zu zählen. Das ist genau das, was ihr da in dem Datensatz seht. Jetzt kann ich einfach zählen, wie viele dieser Datenpunkte, die ihr mir vorstelle, dass ich konkret gegeben habe, zum Beispiel in diese Zelle reinfallen. Und dann zähle ich, wie viele hier reinfallen und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann für jede Zelle zählen, wie oft also ein Datenpunkt da hineinfällt. Und dazu schauen wir uns eine Zufallsvariable an, die wir bezeichnen mit n, i, j. Und n, i, j soll einfach nur sagen, wie viele von diesen Stichproben, genauer Stichprobenvariablen, muss man immer so zweidimensional sehen, fallen jetzt in eine bestimmte Klasse rein. Und zwar genauer interessiert mich, wie viele fallen rein in bix Kreuz bjy. Also mit dem Index i und j fixiert sie jetzt dieses Kästchen, stellt euch vor, diese Zelle, und jetzt schaut sie, wie viele von diesen Stichprobenvariablen da reinfallen. Das heißt, ich muss einfach nur hier x, m, y, m einsetzen. Ja, und jetzt summiere ich über alles drüber.
also m gleich 1 bis n. Und was ich erhalte, ist das folgende. Sobald also xn, ym tatsächlich in diese Zelle hineinfällt, steht hier 1er. Wenn es nicht hineinfällt, steht ein Nuller. Es wird über alles aufsummiert. Und noch einmal auf gut Deutsch, das ist einfach die absolute Häufigkeit. Und zwar dafür, wie viele von diesen xm, yms in diese Zelle hineinfallen. Stimmt so? Stimmt schon, oder? Gut, wie ist das verteilt? Wie ist das hier verteilt? Wie ist diese Zufallsgröße, wie ist die verteilt? Überhaupt kann man sofort sagen. Ihr stellt euch vor, ihr würfelt mehrfach oder werft eine Münze, ist noch einfacher. Also ihr werft eine Münze und wenn die auf Kopf fällt, dann liegt es drin in dieser Zelle und auf Zahl nicht. Wie oft macht ihr das? N-mal. Und dann zählt ihr, wie oft Kopf aufgetreten ist. Das ist denn das? Welche Verteilung entspricht das? Wohl der Binomialverteilung, oder? Kann man hier explizit auch nachrechnen. Also das haben wir hier eh schon mal gehabt, auch beim Chi-Quadrat-Anpassungstest. Das hier ist binomial verteilt. Und zwar mit welchen Parametern? Na, der erste Parameter hier sagt, wie oft ich das durchführe. Und wie oft führe ich es durch? Nur n-mal. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass xm, ym in diese Zelle fällt? Dem haben wir einen Namen gegeben, steht da oben pij. Das heißt also, ich kenne die Verteilung dieser absoluten Häufigkeit hier. Das ist binomial verteilt mit diesen Parametern. So, jetzt kann ich aber genau das Gleiche machen, auch mit den entsprechenden Randverteilungen. Und zwar können wir uns jetzt da anschauen, wie oft fällt denn, und zwar einer der Datenpunkte, in so einen Streifen hinein. Und zwar genauer hier in diesen Eaton-Streifen. Das heißt, was wir hier zählen, aufsummiert von m gleich 1 bis n ist einfach nur, wann fällt das xi, falsch, xm heißt es hier, in das bx hinein. Also da zählen wir einfach nur zum Beispiel, wie oft tritt jemand auf mit, was weiß ich, Augenfarbe schwarz oder sowas in der Richtung. Na, schwarz gibt es nicht, braun wäre besser. Oder Hazel oder was auch immer. Was ist ein Hazel überhaupt? Ich glaube so ein helleres Braun oder so in der Richtung, gell? Okay. Das ist interessant, wenn man so ins Publikum schaut, jetzt haben mehrere Damen so genickt, die Herren schauen so ganz entsetzt, was Hazel? Okay. Aber ich will mir keinem Vorurteil bedienen. So, also, ich will vorsichtig sein, es war jetzt nicht so gemeint, es war nur eine subjektive Beobachtung. Gut. Das kann man auch erzählen. Ihr sagt mal, wie das verteilt ist. Wie ist das hier verteilt? Ja. Bn, Px. Genau so ist es. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass xm in dieses Intervall, stellen wir uns am besten vor, hier reinfällt, also ihr stellt euch vor, dass das diese Augenfarbe ergibt, die Wahrscheinlichkeit ist Px, das Zufallsexperiment wird n-mal durchgeführt und ich zähle einfach nur, wie oft Erfolg auftritt. So kann man sich immer denken. Genau das gleiche Spielchen, ist ja fast schon langweilig, machen wir halt in y-Richtung auch. Das heißt, wir summieren wieder auf von m gleich 1 bis n. Die charakteristischen Funktionen über bjy über ym. Das heißt, wir schauen jetzt einfach nur, wie oft es in so einen vertikalen Streifen hineinfällt. Wo habe ich mich verschrieben? Na, Achtung, da muss man aufpassen. Das ist jetzt wirklich der Stichprobenumfang. Die kx und die ky, die entscheiden also, wie fein die Einteilung in Klassen ist, oder? Wie viele Klassen es insgesamt gibt, und zwar kx mal ky als einzelne Zellen. Aber jetzt habe ich einfach einen Stichprobenumfang von n. Der kann jetzt vollkommen losgelöst davon sein, oder? Ich meine, es ist übrigens ein bisschen ungeschickt, wenn man es losgelöst davon wählt, aber manchmal bleibt dann nichts anderes über. Okay, Achtung, das n ist jetzt wirklich der Stichprobenumfang. Das heißt, man stellt sich vor, man wählt jetzt n Personen aus und schaut einfach nur, in welche Kategorie die reinfallen, in welche Klasse. Zum Beispiel eben, wie gesagt, das da könnte sein Haarfarbe schwarz, oder? Für ein bestimmtes J. Und dann schaue ich, wie viele von den 730 Personen beispielsweise diese Haarfarbe haben. Wie ist es verteilt? Ich glaube, ich brauche es gar nicht großartig. Hier noch auswälzen. Bn, Py, Y ist es verteilt. Na gut, jetzt behaupte ich aber, wenn wir die Verteilungen kennen, dann können wir uns auch überlegen, was in Erwartung passieren müsste. Was sollte denn in Erwartung das Nj sein? Also in Erwartung heißt, was ist der Erwartungswert? Ja, den könnt ihr alle ausrechnen. Bei der Binomialverteilung ist das, also bitte ausrechnen ist hier übertrieben, hinschreiben, n mal pj, oder?
Also bei der Binomialverteilung mit Parametern np ist der Erwartungswert m mal p, wissen wir eh schon. Genauso kann man natürlich sofort hinschreiben, was ist der Erwartungswert eben entsprechend von diesem nix. Der ist natürlich n mal px und genauso wissen wir, was der Erwartungswert also von diesem njy ist. Der ist also n mal pjy. Gut, und jetzt kann man die beiden miteinander vergleichen. Das heißt, was sollte sozusagen unter der Nullhypothese, die hier wäre, sollte dann mehr oder weniger halt zumindest sein, was wäre, wenn x und y unabhängig wären? Was ist dann zu erwarten? Was würde man dann sagen? Na, wenn dem wirklich so wäre, dann sollte in Erwartung was gelten. Na, dieser Erwartungswert hier sollte natürlich nahe liegen an dem Produkt. Jetzt müssen wir aber aufpassen, da seht ihr also, da tritt der n-Quadrat auf. Also noch einmal, was sollte gelten? Es sollte also der Erwartungswert von nij, ja, das wäre dann sogar so, der ja n mal pj ist, der müsste dann dasselbe sein wie n mal px und zwar mal pjy. Das müsste gelten, oder? Also wenn tatsächlich wir Unabhängigkeit hätten, dann würde sich der Erwartungswert von dem nij so schreiben lassen. Was aber bedeutet, wenn wir starten mit nix mal nj, was müsste das dann ungefähr sein in Erwartung? Bitte schreibe ich am besten nur dazu. Das sehen wir jetzt da. Wenn wir die da oben zusammen multiplizieren, müsste das geben n Quadrat mal px mal pjy. Und da unten sehen wir, fehlt gerade nur n. Das heißt, es müsste geben n mal nij. Und zwar in Erwartung müsste das also ungefähr dasselbe geben. In Erwartung wäre es sogar genau dasselbe. Und wie gesagt, wenn wir das tatsächlich durchführen, würden wir erwarten, wenn wir Unabhängigkeit haben, dass die beiden nahe beieinander sind. Oder? Weil der Erwartungswert davon ist gleich unter dieser Hypothese. Jetzt ist aber der Punkt, genau die Hypothese werden wir jetzt nicht überprüfen. Was wird unsere Nullhypothese jetzt sein? Na, wenn die beiden zu weit voneinander entfernt sind, dann würden wir sagen, ist welche Bedingung nicht erfüllt? Ja, genau die, dass pj gleich das Produkt von px und pjy ist. Das heißt also, die Nullhypothese, die wir hier wählen, ist, dass für alle i und j gilt, dass px mal pjy dasselbe ist wie pj. Das ist die Nullhypothese. Und die behaupte, die können wir jetzt super testen, weil wir haben also jetzt ein Maß dafür gefunden, zumindest für jedes i und j, mehr oder weniger, dafür, und zwar, wenn wir diese Nullhypothese für nicht plausibel halten. Und zwar ist das dann der Fall, wenn die beiden voneinander weit entfernt sind. Das heißt, was wir jetzt tun, ist, entsprechende quadratische Abweichungen zu betrachten. Es geht ja schlussendlich um den Erwartungswert. Also betrachte jetzt quadratische Abweichungen wieder. Und zwar, die Teststatistik, die wir uns jetzt anschauen, also abhängig von allen x- und y-Variablen hier entsprechend, wie sieht die jetzt aus? Wir wollen jetzt die Abweichung von entsprechend genau dem hier, n mal groß nij, zu ja dem, was es dann also unter der Nullhypothese sein sollte, n groß nix mal nj y zum Quadrat anschauen. Natürlich summieren wir über alle i und j hier entsprechend auf. Also i geht von 1 bis kx und j geht von 1 bis ky, eh schon wissen. Und das im Prinzip ist schon ganz vernünftig, weil was sollte sein, wenn die Nullhypothese wahr ist? Ja, dann sollte jedes einzelne Quadrat nahe bei 0 sein und damit auch die Summe der Quadrate nahe bei 0 sein. Je größer diese Summe der Quadrate ist, umso unplausibler erscheint die Nullhypothese. Im Prinzip alles schon mal wunderbar. Ein Problem gibt es noch, ja, keine Ahnung, was die Verteilung von dieser Teststatistik unter der Nullhypothese ist. Und was man hier noch macht, ist, dass man entsprechend normiert, und zwar, ich glaube, da steht n mal i x mal n j y. So vielleicht. Weiß es nicht. Ja, doch, schaut gut aus. Und der Punkt ist, dieser Normierungsfaktor führt dazu, dass man Folgendes zeigen kann, und das ist hier ein Satz, den wir nicht beweisen werden. Unter der Nullhypothese, der ist übrigens auch nicht sonderlich einfach zu zeigen, da muss man wirklich hart arbeiten. Unter der Nullhypothese gilt, dass der Grenzwert, Stichprobenumfang gegen unendlich, von dieser Teststatistik hier,
eine Chi-Quadrat-Verteilung ergibt, und zwar mit kx minus 1 mal ky minus 1 Freiheitsgrad. Das heißt, man hat wieder die asymptotische Verteilung zur Verfügung. Wenn man den Stichprobenumfang sehr groß macht, dann wird es hoffentlich nahe an dieser Verteilung sein und man verwendet natürlich wieder diese Verteilung, um entsprechend zu verwerfen. Bitte beachtet, man muss sich halt überlegen, ob diese Approximation gut ist. Wir werden also noch Beispiele in L sehen, wo man dann sieht, L sagt uns schon ein Stück weit, ob es gerade glaubt, dass die Approximation gut ist oder eher bedenklich. Also das ist ganz gut, dass das in L implementiert ist. Es gibt dafür Faustregeln. Man muss aufpassen, teilweise, wenn diese einzelnen Zellen zu schwach besetzt sind, dann ist diese Approximation schlecht. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt niemanden habt, der blond ist und blaue Augen habt, das wäre ein Problem. Das weist darauf hin, dass euer Stichprobenumfang zu klein ist. Und dann funktioniert diese Approximation schlecht. Darüber werden wir noch reden. Aber sagen wir mal, die Approximation wäre hier ganz gut. Und dann können wir folgende Testentscheidung treffen. Wir können natürlich jetzt den Wert der Teststatistik ausrechnen, oder? Den können wir ausrechnen. So, das ist das Tau, wie immer. Und jetzt fragen wir uns, wann müssen wir verwerfen? Na, wenn der Wert der Teststatistik zu groß ist. Warum ist zu klein irrelevant? Was wäre zu klein? Es gibt da kein zu klein. Je kleiner, desto plausibler die Nullhypothese. Und zwar das Kleinste, was auftreten könnte, wäre 0. Die Teststatistik ist ja wie folgt verteilt unter einer Nullhypothese, zumindest asymptotisch. Und zwar, das ist ja Chi-Quadrat-Verteilung mit dieser Anzahl von Freiheitsgraden. Die zugehörige stetige Dichte bezüglich dem Lebesgue-Maß schaut halt ungefähr so aus, je nach Freiheitsgraden. Und das heißt also, wenn es nahe bei Null ist, wie gesagt, noch einmal, das spricht für die Nullhypothese, je weiter das von Null entfernt ist und Abweichung gibt es nur nach rechts, desto unplausibler. Und das heißt, wir müssen halt hier das passende Quantil nehmen. So, dass entsprechend die Wahrscheinlichkeit hier eben gerade Alpha ist, ab dort einen Wert anzunehmen. Und das passende Quantil hier natürlich ist gerade jenes der Chi-Quadrat-Verteilung. Also Chi-Quadrat mit Kx mal Ky minus 1 Freiheitsgraden, also Kx minus 1 mal Ky minus 1 Freiheitsgraden. Und hier sehen wir also, müssen wir das 1 minus Alpha-Quantil verwenden. Und wenn dieser kritische Wert, und zwar ist es gerade der hier, wenn der überschritten wird, dann sind die Abweichungen also zu krass, wenn man so will, und dann wird verworfen. Es scheint nicht plausibel, dass die Nullhypothese gilt. Also, falls das hier gilt, dann Nullhypothese verwerfen. Ich glaube, ich brauche es nicht mehr dazu schreiben, oder? Wisst ihr eh. Habt ihr dazu mal Fragen? Also, was ihr seht, ist für die praktische Durchführung, dass es eigentlich reicht, wenn man solche Zähldaten hat. Und das ist genau der Fall in vielen, vielen Beispielen. Da habt ihr zum Beispiel wieder so eine Kontingenztafel als Übungsbeispiel. Es geht um den Zusammenhang von Autounfällen und dem Alter der lenkenden Person. Und dann stellt man sich die Frage, ja, haben zum Beispiel, könnte das eine Hypothese sein, hat das Alter einen Einfluss auf die Anzahl der Unfälle, die man in einem Jahr als Autofahrer oder Autofahrerin hat? Wenn ihr die Tabelle da anschaut, was glaubt? Glauben kann man viel, wenn man die Tabellen anschaut, ihr testet es einfach. Und zwar zum Beispiel mit dem Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest. Das wäre so eine Fragestellung, die typisch reinfällt. Und wie gesagt, das hier nennt man eine Kontingenztafel. Und was ihr da einfach habt, sind dann Spalten und Zeilensummen. Genau das Gleiche ist jetzt in unserem Fall auch vorhanden, und zwar bei den Augen und bei den Haarfarben. Jetzt wollen wir es endlich testen. Und zwar unsere Vermutung ist natürlich, dass es hier sehr starken Zusammenhang gibt, also der höchst signifikant ist. Und getestet kann das jetzt werden mit Chi-Quadrat-Test, angewandt auf eine solche Kontingenztafel. Also noch einmal aufgepasst, der Chi-Quadrat-Test, so wie er da steht, hat zwei Funktionen in R. Wenn ihr einfach nur einen Vektor eingebt, dann interpretiert das R als entsprechende Zähldaten und führt den Chi-Quadrat-Anpassungstest durch. Wenn ihr nichts weiteres schreibt, auf Gleichverteilung, ja? Diskrete Gleichverteilung, das ist das, was er macht. Wenn ihr aber eine Kontingenztafel eingebt, dann wird der Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest bemüht. Diese Kontingenztafel, die man noch einmal hier sehen, wird jetzt eingegeben. Ich führe es aus und wir sehen einen P-Wert, der uns was sagt. Gibt es einen signifikanten Zusammenhang, ja oder nein? Die Nullhypothese wird ganz, ganz klar verworfen. Also bitte, der P-Wert ist 0.
desto ist Maschinengenauigkeit. Also das heißt, es gibt einen ganz, ganz starken Zusammenhang, auf Grundlage der Daten festgestellt natürlich, wie es wirklich ist, werden wir nie wissen, außer man schaut sich halt ein bisschen so gegenseitig in die Augen, dann glaubt man das auch. Es gibt einen ganz starken Zusammenhang zwischen diesen beiden Merkmalen. Und das ist das, was wir jetzt hier erhoben haben. Also noch einmal, die Aussage, die zu treffen wäre, es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Haarfarbe und der Augenfarbe. Das wäre jetzt das Ergebnis. Alles, was ihr sagen könntet, wenn ihr wenn ihr die Nullhypothese beibehalten hättet, wäre was? Es gibt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen. Okay, da müsst ihr mal aufpassen. Ihr dürft nicht sagen, es gibt einen, also sie sind signifikant unabhängig oder so. Das geht nicht. Ihr könnt nur sagen, es gibt einen signifikanten Zusammenhang oder es gibt ihn halt nicht. Dazu noch Fragen? Wenn du jetzt mal die Meldung daher gibst, also dass das jetzt inkorrekt sein könnte. Über das reden wir dann jetzt gleich noch, würde ich sagen. Ja? Machen wir jetzt dann noch. Gut, das wäre hier so eine erste Fragestellung. Ich würde sagen, wir schauen uns vielleicht noch eine weitere an. Also ich finde die doch nicht ganz uninteressant. Wir könnten da vielleicht einmal das Paket Maß bemühen. Und was wir uns da nochmal anschauen, ist also dieser Datensatz Survey. Und da gibt es zum Beispiel folgende Merkmale. Es gibt da zum einen dieses Clap, was einfach nur bedeutet, ob man mit der rechten Hand oben klatscht, das ist, wenn da Right steht, mit der linken Hand oben oder wie eine Robbe, also irgendwie so mit beiden Händen, oder? Das sind die drei, also da gibt es nur Right, Left oder irgendwie Nieder, sowas in der Richtung. Ich attach mal diesen Datensatz, was bedeutet, ich kann direkt auf die Spalten zugreifen und schauen wir da vielleicht noch einmal so ein Table an, und zwar von eben Clap. Und da seht ihr, gibt es eben Left, Nieder, Right, und Nieder, würde ich halt interpretieren, entspricht dem da. Also wenn man ziemlich gerade klatscht und mit eins oben oder unten habt. Ihr könnt es gerne alle mal ausprobieren, wie ihr so klatscht, also ob rechts oben, links oben oder weder noch. Jetzt müsst ihr halt probieren, möglichst, ja, möglichst unbeeinflusst zu bleiben. Ich weiß, das ist jetzt schwierig. Hätte ich vorher fragen sollen. Na gut, das, was wir uns noch anschauen können in diesem Datensatz, ist jetzt, und das könnte ein interessanter Zusammenhang sein, ob man Rechts- oder Linkshänder, Händerin ist. Also die Händigkeit der Person. Und das ist hier erfasst, und zwar bei W.HND. Das W steht für Writing und das HND für Hand natürlich. Also schauen wir uns hier mal eine Tabelle an. Und da sehen wir, also es gibt gerade mal 18 Linkshänder und Händerinnen und entsprechend 218, die also die rechte Hand als Schreibhand haben. Auch das könnten wir wieder entsprechend mit einem Barplot darstellen. Wir schauen uns also einen Table an, wo wir die Händigkeit auftragen gegen das Klatschverhalten, wie ich es jetzt mal nennen würde. So, schaut mal ungefähr so aus. Wie gesagt, in den Absolutzahlen ist immer schwer, was rauszulesen. Interessanter wäre wieder, wir machen so einen Proportional Table draus. Das heißt, wir bilden einfach entsprechende Prozentzahlen in den Spalten. Und schwupps, dann schaut das so aus. Was würdet ihr vermuten? Gibt es einen Zusammenhang? Das ist nur deskriptiv, nur beschreibend. Wir stellen nur eine Vermutung auf. Also die Hypothese wäre jetzt hier, die wir dann wahrscheinlich wohl hoffentlich verweisen werden, diese Nullhypothese. Sie sind unabhängig. Und wenn ich das anschaue, glaube ich das aber nicht. Warum? Naja, jetzt müsst ihr nur wissen, was die Links- und was die Rechtshänder sind. Gut. Gibt es eine Legende dazu? Legend is Levels von WHND. Doc. Was sieht man? Der Prozentsatz der Linkshänder, von denen, die links klatschen, ist also deutlich höher als zum Beispiel die, die rechts klatschen und dort Linkshänder sind. Das heißt, wenn wir Unabhängigkeit hätten, müssten ja alle Balken und Teile der Balken ungefähr gleich groß sein, oder? Ich meine, dass die immer einzeln ist, klar, aber die ganzen Balken müssten sich also ungefähr als gleich herausweisen. Wie testen wir das jetzt? Wie führen wir da den entsprechenden Test durch? Ja, mit he-squared.test und da müssen wir einfach die Tabelle reinschmeißen. Schwuppsti. Und was wir sehen ist, natürlich rot lesen wir ja nie, gell? Also zunächst einmal, der p-Wert ist ungefähr 10 hoch minus 5. Das heißt, wir würden hier verwerfen. Also es gibt einen signifikanten Zusammenhang und wenn man natürlich die Barplots dazu anschaut, glauben wir das auch sofort. Wir haben keinen Zweifel dran, dass dieser geringe p-Wert jetzt nur
durch die schlechte Approximation zustande kommt, sondern das wird schon signifikant sein. Aber die Frage ist, was heißt jetzt diese Fehlermeldung hier? Genau das, was ich gesagt habe. Es ist so, dass leider Teile, also in manchen Zellen, die Häufigkeiten zu gering sind. Und wenn die Häufigkeiten dort zu gering sind, dann ist es eben so, dass diese Approximation unter Umständen recht schlecht ausfällt. Und jetzt schauen wir uns diesen Table noch einmal an. Wie schaut denn der überhaupt aus? Ja, ihr seht hier Zellhäufigkeiten von 5 und 4. Das ist relativ wenig. Das heißt eigentlich, euer Stichprobenumfang, um eine gute Approximation hier zu gewährleisten, ist zu gering. Gut, was müssen wir jetzt tun? Ja, lassen wir es oder... Nein, es gibt Möglichkeiten. Wenn das hier auftritt, dann führt sie einen anderen Test durch. Und zwar gibt es den exakten Test nach Fischer, wie er heißt. Aufzurufen mit Fischer.test verwechselt den nicht mit dem F-Test, gell? Das ist ganz was anderes. Der Fischer.test macht genau dasselbe im Wesentlichen, also er testet auf dasselbe im Wesentlichen, wie eben der Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest. Also noch einmal, die Nullhypothese ist, dass die beiden Merkmale unabhängig sind. Und wir sehen also hier, der hat kein Problem, hier den P-Wert zu bestimmen, und zwar, weil das eben ein exakter Test ist. Der verwendet nicht diese Approximation, sondern probiert das entsprechende Quantil, was hier gelingt, also exakt zu bestimmen. Man kann nämlich in dieser Kontingenztafel auch was Entsprechendes verwenden, was wir jetzt dann gleich diskutieren werden, um eben auf die Richtigkeit oder die Plausibilität der Nullhypothese zu schließen. Was wir sehen ist, natürlich ist da der P-Wert winzig klein. Okay. Bitte beachtet, dieser Test hat dann immer eine größere Teststärke als der obere. Das heißt, noch einmal, wenn es möglich ist, solltet ihr immer den verwenden. So, jetzt stellt sich vielleicht nur die Frage, warum haben wir den vorher nicht auch verwendet? Na, probieren wir es mal. Also noch einmal zur Erinnerung, vorher hat die Kontingenztafel so ausgeschaut. 4 Kreuz 4 Kontingenztafel. Ich verwende diesen Fischer-Punkt-Test. Oh je, was ist passiert? Ja, leider ist es halt nicht möglich. Weil es muss also hier zunächst einmal die Verteilung approximiert werden. Da tritt schon auch eine Approximation auf, aber man kennt die exakte Verteilung. Das heißt, der Unterschied ist, dass prinzipiell numerisch jetzt das zugehörige Quantil, was man braucht, ganz gut bestimmt werden kann. Aber ihr seht, bei mir ist also die Size des Workspace zu klein, das heißt, das rechnet halt einfach nicht mehr aus. Und da würde man wieder die Chi-Quadrat-Approximation bemühen, so wie wir es vorher gemacht haben. Bei kleinen Kontingenztafeln, 2 Kreuz 3 zum Beispiel oder sowas in der Richtung, teilweise auch bei schwach besetzten, können Sie aber trotzdem diesen exakten Test verwenden. Noch einmal, immer wenn es möglich ist, verwendet ihr den Test, wenn es nicht gehen sollte, verwendet ihr diesen hier. Okay? So, jetzt noch eine Sache, für was hat dieser sehr, sehr berühmte Statistiker Fischer diesen Test überhaupt entwickelt? Na, für eine ganz bestimmte Art von Kontingenztafel, und zwar für 2 Kreuz 2. Und das wollen wir doch nochmal kurz diskutieren. Also Ronald Fischer ist wirklich ein sehr berühmter Mann, also vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat er gewirkt, also ich glaube so 52 herum oder so in der Richtung ist er zum Ritter geschlagen worden. Das heißt also, so Verdienste in der Statistik, nicht so schlecht. Also haben bei ihm bis zum Ritterschlag also genügt. Also war so Evolutionstheoretiker und hat sich eben sehr viel mit Statistik beschäftigt. Und jetzt wollen wir kurz drüber reden, was er eigentlich gemacht hat. Und zwar, der Test ist ja nach ihm benannt, also exakter Test nach Fischer. Und das habt ihr also auch als Übungsaufgabe dann genauer, ich umreiße das nur. Ursprünglich war das also für 2 Kreuz 2 Kontingenztafeln. Das heißt, was ihr vorliegen habt, müsst ihr euch vorstellen, ist einfach nur das Folgende. Ihr habt da N11, das wäre wirklich die Zufallsvariable. Das heißt, das ist die Anzahl der Datenpunkte, die in die erste Zelle fallen. Dann habt ihr N12, das wären also all jene, die in die erste Zeile, zweite Spalte fallen und so weiter und so fort. Da hätten wir N21 und da hätten wir N22. Und was also Fischer aufgefallen war, was man ja vorgegeben hat, ist die entsprechende Zeilensumme und die entsprechende Spaltensumme.
Wenn man jetzt annimmt, dass die Nullhypothese hier stimmen sollte, das heißt, die unabhängig sind, dann sollte also jede Verteilung dieser Kontingenztafel, die zu derselben Spalten- und Zeilensumme führt, gleich sein. Und was man dann zeigen kann, ist, dass unter dieser Annahme dieses Element hier beispielsweise, ist ja wurscht, welches man nimmt, aber dieses hier hypergeometrisch verteilt ist. Das heißt, man kennt hier unter dieser Annahme, was der Nullhypothese entspricht, kennt man die exakte Verteilung hier, und wenn einfach dieser Wert einen kritischen überschreitet, dann verwirft man. Und das ist ein exakter Test, weil da gibt es also keine entsprechende Approximation, die zu machen ist. Und wie gesagt, das kann man entsprechend mit einem gewissen Aufwand erweitern, auch auf ein bisschen größere Kontingenztafeln. Das hier, bitte, sind ganz, ganz typische Problemstellungen. Ein Beispiel aus der Medizin. Schaut euch zum Beispiel dieses hier an. Herzinfarktquote. Also das wäre hier ein Übungsbeispiel, was ihr euch dann wahrscheinlich ja genauer nochmal überlegen werdet. Ihr habt also zwei Gruppen. Eine Gruppe ist die Placebo-Gruppe. Die andere Gruppe, die hat also hier Aspirin genommen. Und zwar genauer geht es hier um Ärzte und Ärztinnen, die über 5 Jahre hinweg täglich Aspirin oder ein Placebo genommen haben. Sie haben nicht gewusst, was sie nehmen, also das ist ein Selbstversuch. Und dann hat man sich einfach mal aufgeschrieben, wie viele in der jeweiligen Gruppe haben einen Herzinfarkt erlitten und wie viele eben nicht. Und was ist die Fragestellung? Verbessert die Einnahme, die tägliche von Aspirin, die Herzinfarktquote? Wenn ihr allein schon diese Tabelle da anschaut, was glaubt ihr? Da seht ihr, das sind fast die Hälfte. Also hier fast doppelt so viele, kann man sagen. Und ihr testet das zum Beispiel mit dem exakten Test nach Fischer und kommt drauf, ja, das ist höchst signifikant. Warum nimmt dann nicht jeder jeden Tag ein Aspirin? Schlecht für den Magen. Wie bitte? Weil schlecht für den Magen. Für den Magen, und die Nieren sind ja auch ganz praktisch und so, genau. Also so wie es halt bei den meisten Medikamenten ist, es gibt halt Nebenwirkungen, das eine wird besser, das andere wird schlechter. Gut, aber es gibt also diesen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Aspirin und der Herzinfarktquote. Das wäre so ein Beispiel. Und bitte, das ist eine ganz, ganz häufige Problemstellung in der Medizin. Ihr habt eine Studiengruppe, ihr habt eine Kontrollgruppe. Ihr habt zum Beispiel zwei verschiedene Behandlungen, zwei verschiedene Medikamente, und ihr wollt einfach wissen, was wirkt besser. Ganz ein typisches Beispiel für eben diesen exakten Test nach Fischer, den man dann hier verwenden kann. Wollen wir uns das vielleicht nach der Pause dann nochmal für was Spezielleres anschauen? Ich gebe es euch bloß nochmal so zum Mitdenken für die Pause. Schaut euch nochmal Survey an. Und hier in Survey könnten wir uns nochmal überlegen, na, ist vielleicht dieses, also die Händigkeit abhängig vom Geschlecht. Könnte sein, dass also Frauen tendenziell eher Linkshänderinnen sind als Männer. Könnte ja Theorie sein, oder? Und das wäre auch was wir hier testen könnten. Das heißt, wir schauen uns das Geschlecht an, wir schauen uns die Händigkeit an, und nach der Pause wollen wir entscheiden, ob diese Zahlen hier also signifikant dafür sprechen oder eher dagegen. Und zwar, die Pause endet um 14 nach. So, machen wir weiter. Und zwar das, was ich gerade vorbereitet habe, sind einfach nochmal entsprechende Plots dazu. Also ich habe nochmal ein Barplot gemacht, und zwar genau entsprechend von diesem Table, wo wir also sehen, aufgeteilt nach Geschlecht und jeweils nach der Händigkeit, also links und rechts, diese Kontingenztafel. Zum Beispiel würde 7 hier bedeuten, 7 Frauen in dieser Stichprobe, also hier waren Linkshänderinnen. Und wenn man jetzt also da einen entsprechenden Barplot macht, ich habe es halt irgendwie noch ein bisschen eingefärbelt, aber das ist nicht wirklich essentiell, dann sieht man hier, dass es einen leichten Unterschied gibt. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ist der dem Zufall zuzuschreiben oder ist da Systematik dahinter? Was würdet ihr glauben? Das nur anschauen. Heißt nicht, dass wir dann was nachgewiesen haben. Aber was würdet ihr schätzen? Ja, diese Abweichung ist zufällig. Und zwar ist zufällig einzustufen. Ob es wirklich so ist, wissen wir nicht. Aber also, es scheint wohl so zu sein, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Händigkeit und dem Geschlecht gibt. Wollen wir das auch noch testen? Ja, eine Möglichkeit wäre jetzt der Chi-Quadrat-Test, indem wir einfach diese Kontingenztafel eingeben und eine andere Möglichkeit, und ihr seht übrigens da, der P-Wert ist natürlich 0,6 und ein paar zerquetschte, das ist also deutlich beizubehalten. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir hier nicht den Chi-Quadrat-Test nehmen, sondern eben diesen Fischer-Punkt-Test, den exakten Test nach Fischer, und ihr seht, der P-Wert
ist fast ident. Warum glaubt ihr, dass beim einen Test der P-Wert ein bisschen größer ist als beim anderen? Oder ich stelle mal die Frage ein bisschen anders. Welcher Test hat die größere Teststärke? Der Fischer. Deswegen ist der ein bisschen kritischer, oder? Der sagt, diese kleinen Abweichungen, die sind leider also ein bisschen unplausibler einzustufen, aber Unterschied macht es keinen. Gut, wir kriegen sogar noch mehr raus. Was ihr dann noch rauskriegt, seht ihr also da unten. Es wird euch hingeschrieben, was hier wirklich die Alternative ist. Die Alternative ist, dass das tatsächliche Odds Ratio nicht gleich 1 ist. Und die Frage, die wir uns schon stellen könnten, ist, was ist dieses Odds Ratio? Das ist nämlich ganz interessant, wäre klar was dazu sagen. Und für dieses tatsächliche Odds Ratio kriegt ihr auch noch 95% Konfidenzintervall und da unten wird es ausgespuckt, es ist 0,688 und ein paar zerquetschte. So, was heißt das? Was sind überhaupt Odds? Odds ist ein Quotenverhältnis. Und zwar stellt euch jetzt vor, ihr habt also zwei Merkmale, x und y. Und stellt euch vor, die nehmen nur zwei Werte an. Das könnte eben zum Beispiel sein die Händigkeit und das könnte eben sein das Geschlecht. Da gibt es also bekanntlich nur zwei. Und, also typischerweise. Und wir nehmen jetzt also an, beide die nehmen nur Werte 0 oder 1 an. Natürlich ist das eine Codierung, oder? Es kann sein, dass es, wie gesagt, ursprünglich hier Male und Female geheißen hat, aber wir können es immer als 0 oder 1 eben hier entsprechend interpretieren. Und das, was ich mir jetzt anschauen kann, das sind eben die entsprechenden Verhältnisse, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass x den Wert 0 annimmt, dividiert durch die Gegenwahrscheinlichkeit, was in dem Fall wäre die Wahrscheinlichkeit, dass x den Wert 1 annimmt. Und das hier nennt man eben ein Quotenverhältnis, oder? Das ist also das Verhältnis, dass dieses Ereignis eintritt, dividiert durch die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht eintritt. So, wenn man jetzt eine 50-50-Chance hätte, dann wäre das also 1, oder? Ansonsten sieht man also, wie stark die Abweichungen entsprechend zu einem anderen Ausgang sind. Also, das hier nennt man Odds und heißt eben Quotenverhältnis. Genau das Gleiche kann ich mir natürlich für y anschauen. Also, py gleich 0, die Wahrscheinlichkeit, dass y gleich 0 ist, dividiert durch die Wahrscheinlichkeit, dass y gleich 1 ist. Also das wäre genauso ein Quotenverhältnis und zwar halt das entsprechende für den Ausgang y gleich 0. Ja, unter der Annahme, dass x und y unabhängig sind, wie sollten sich diese Quotenverhältnisse zueinander verhalten? Das Odds Ratio, das heißt also, der Quotient von den beiden, entsprechend sollte dann was sein? 1, oder? Und das ist genau das, was dieser Test eigentlich testet. Der testet also auch das gleiche Quotenverhältnis und ihr müsst euch immer vorstellen, das bedeutet im Prinzip, dass einfach eben diese Balken gleich groß sind, oder? Dass die Verhältnisse, egal in welcher Gruppe ich bin, für das andere Merkmal dieselben sind. Also das müsst ihr euch darunter vorstellen und ihr kriegt wirklich eine Schätzung für dieses Odds Ratio, ihr könnt es natürlich auch selber ausrechnen, also einen Schätzer dafür und sogar Konfidenzintervalle. Und das ist was auch häufig angegeben wird. Weil in der Interpretation können Sie dann sagen, zum Beispiel, wenn man weiblich ist, dann hat man eine so und so größere Chance, dass man entsprechend zum Beispiel Linkshänder, Rechtshänder ist. Natürlich hier nicht relevant, weil es keinen signifikanten Unterschied gibt, oder? Aber ich sage nur zum Beispiel für Behandlungen und so weiter, für Erkrankungsraten ist das oft von großem Interesse. Gut, das wollte ich nur hierzu ergänzt haben. Jetzt ganz kurz kommen wir noch auf Prüfungstermine zu sprechen. Ihr seht also hier im LFU zwei schriftliche Prüfungstermine sind festgesetzt. Das ist der 11.2. und der 6.3. Es wird noch einen dritten schriftlichen Termin geben. Ich denke so um Ostern herum, wenn das für euch okay ist. Also das wäre so der Plan. Was müsst ihr bei der Prüfung erwarten? Ja, ein Multiple-Choice-Test. Also ihr seid doch insgesamt nicht so wenig, die potenziell zu der Prüfung kommen können. Das heißt, es wird eben ein Multiple-Choice-Test sein, bei dem unter anderem auch L-Code gefragt sein wird. Zum Beispiel, was sein könnte ist, ich schreibe euch eine Kontingenztafel hin, so wie da, vielleicht mit der entsprechenden Interpretation dazu und gebe euch dann das Ergebnis des exakten Tests nach Fischer. Und ihr müsst dann sagen, wie das Ergebnis zu interpretieren ist. Zum Beispiel wäre dann anzukreuzen, die Nullhypothese ist beizubehalten, oder? Das wäre was hier der Fall ist. Dieser Test testet auf Unabhängigkeit der beiden Merkmale. Das wäre was richtig ist. Er testet auf gleiche Erwartungswerte, aber falsch. So in der Richtung wird das ablaufen. Also mir wäre auch wichtig, dass ihr schon wirklich L-Code richtig interpretieren könnt, dass ihr auch die wichtigsten R-Befehle wisst. Also ich werde euch nicht fragen, wie setzt man jenen Parameter bei diesem und jenen Test oder so, das interessiert mich doch nicht. Also ich selber
macht das da, Fragezeichen Fischer.test, wenn ihr was nicht weiß, oder? Und so solltet ihr auch vorgehen. Und Google ist auch euer Freund, also das muss man ja nicht auswendig wissen, ist eh klar. Aber die grundlegenden Dinge bitte solltet ihr beherrschen, weil sonst tut es euch natürlich hart, da das dann zu interpretieren. Also, ihr solltet wissen, die gängigen Tests, die wir verwendet haben, wie sind die aufzurufen, das wird nichts helfen, was ist ungefähr die Eingabe und was heißt der Output, das ist das Wichtige. Habt ihr dazu mal Fragen? Ihr seht es da eh. Zum Beispiel beim Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest. Hat das einen Sinn, wenn ihr die Teststatistik auswendig wisst? Nee. Also vor allem der Normierungsfaktor unten uninteressant. Was wirklich interessant ist, sind oben die quadratischen Abweichungen. Wie kommen die zustande? Also sowas kann ich euch schon fragen. Aber jetzt wirklich, wie sieht Teststatistik in XY aus? Wie jetzt auch nicht damit zitiert werden, aber wird ja aufgenommen. Das interessiert doch keinen Menschen. Ist uninteressant. Wichtig ist, ihr kommt sinnvoll zu einem Maß, was auf Plausibilität testet und dann sozusagen die Faktoren, die Konstanten, die dazu führen, dass ihr genau die Verteilung unter der Nullhypothese kennt. Ja, na, das kann man dann halt in manchen Fällen nachrechnen und in vielen schaut man es dann halt nach. Okay. Aber bei den ganz einfachen Tests würde ich es mal schon erwarten. Was ihr seht beim einfachen Gauss-Test, das solltet ihr jederzeit nachrechnen können. Okay. Noch eine Frage? Alles richtig oder falsch, würde ich sagen. Sonst? Ja, also ich hätte schon ganz gern, dass sozusagen, naja, beispielsweise, wenn ihr jetzt was über den exakten Test nach Fischer abfragt, dann sollte man schon irgendwo sehen, dass ihr in Summe eine Idee von diesem Test habt, oder? Und deswegen würde ich schon sagen, es muss dann dazu alles richtig beantwortet sein. Ja, aber das ist so schlimm wird es nicht. Also bin ich überzeugt davon. Eine letzte Frage. Guter Vorschlag, ja? Nein. Also Negativpunkte gibt es keine. Also ich denke, in Kombination damit, dass alles richtig oder falsch wäre, ist das ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen inhuman, aber schwieriger. Also, nein. Noch einmal, es wird wahrscheinlich 3 Antwortmöglichkeiten geben, alles richtig oder falsch. Und der Fragenumfang, na irgendwas zwischen 15 und 20, denke ich. Je nachdem, wie lange die Fragen ausfallen. Okay. Gut, dann eine letzte Sache. Für heute kommen wir schon relativ nah ans Ende des Skriptums. Wir werden uns nächste Woche noch ein bisschen mit Zeitreihenanalyse beschäftigen. Allerdings werde ich euch nur so einen kleinen Überblick geben, damit ihr zumindest schon mal gehört habt, was eine Zeitreihe ist. Und das, was sich dann noch ausgehen sollte, ist, dass wir kurz Zeit haben für Fragen, die ihr eventuell noch habt. Und ich meine, die könnten also von zweierlei Natur sein. Zum einen natürlich zum Vorlesungsstoff. Zum anderen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, die ihr mir stellen wollt, zu den Projekten oder sowas habt, gibt es da vielleicht auch noch den Rahmen dazu. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr die 2 Stunden nächste Woche so hinter uns bringen. Klingt das gut? Aber ihr wisst, was das heißt. Das heißt, bis nächste Woche müsst ihr euch einmal ein bisschen durch den Stoff lesen, gell, wiederholend. Und ihr solltet euch Fragen dazu überlegen. Und entsprechend noch einmal, wenn ihr nicht euch den Stoff ein bisschen angeschaut habt und den nicht mehr in perfekter Erinnerung habt, dann ist halt auch sinnlos, wenn ihr dann Fragen von anderen hört, oder? Also ich würde euch empfehlen, setzt euch halt vielleicht ein Stück weit zusammen, kristallisiert Fragen heraus, die viele von euch interessieren und stellt die dann. Weil sonst ist halt vielen wieder langweilig und so. Also gut, wenn es anders ist, ist es anders. Das ist nur mein Vorschlag dazu. So, damit beenden wir jetzt also diesen Abschnitt über den Unabhängigkeitstest, den Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest und auch den exakten Test nach Fischer. Und zu was wir jetzt noch kommen, ist der sogenannte Vorzeichentest. Also dieses VZ steht für Vorzeichen. Und da möchte ich leider zusagen, das ist einer der ältesten nicht-parametrischen Tests. Wir werden gleich sehen, der ist unglaublich einfach und deswegen vermutlich auch einer der ältesten. Und was hier die Fragestellung ist, ist die folgende, was wir wieder gegeben haben, ist eine Stichprobe. Und zwar x1y1, bitte beachtet dies hier wieder zweidimensional. Wir denken wieder an die Realisierung, schlussendlich an Daten, die wir gegeben haben, eines Zufallsvektors. Also das ist die Stichprobe zu einem Zufallsvektor. Der Umfang, der Stichprobenumfang lautet hier wie immer n. Und das, was wir uns noch dazu vorstellen, ist, dass die Verteilungsfunktion, wir haben noch keinen Zufallsvektor, es tut mir leid, der kommt erst später. Wir haben zunächst nur eine Stichprobe, eine eindimensionale, also x1 bis xn, so ist es. Und was wir uns zu dieser Stichprobe vorstellen, ist, dass die Verteilungsfunktion, die zugehörige, also fx1, dass die stetig ist.
Was solltet ihr euch darunter vorstellen? Unter einer stetigen Verteilungsfunktion, welche Verteilungen? Was fällt euch ein? Normalverteilung, kontinuierliche Gleichverteilung, Exponentialverteilung. Also alle kontinuierlichen Verteilungen erfüllen natürlich diese Bedingungen. Und das ist ja typischerweise das, was man sich darunter vorstellt. Also irgendeine Verteilung, die ja Dichte bezüglich dem Lebesgue-Maß besitzt. Und was ist jetzt die Fragestellung? Die Fragestellung ist der Median dieser Stichprobe gleich einem vorgegebenen Wert? Also wir testen auf dem Median, das ist unser Ziel. Und da müssen wir erst einmal sagen, was der Median überhaupt hier sein soll. Wir haben bis jetzt erst den empirischen Median, wenn man so will, kennengelernt. Das war der teilt die Daten 50-50, oder? 50% sind größer gleich, 50% sind kleiner gleich. Ja, genau das Gleiche kann man entsprechend eben hier als kontinuierliches Bondot definieren. Und zwar, was wir hier nehmen, ist einfach das Minimum über alle x aus R. Für die gilt, dass f x1 gleich 1/2 ist. Wir suchen uns also Folgendes. Stellt euch vor, eure Verteilungsfunktion sieht vielleicht in etwa so aus. Könnte man sich ja so vorstellen, geht so asymptotisch gegen 1, da gegen 0. Und dann zieht sie einfach nur die Gerade eben hier bei y gleich 1/2 eben ein und dann sucht ihr euch einfach diesen Punkt hier raus. Das ist das, was hier x Schlange entspricht. Warum muss ich hier das Minimum nehmen? Ja, Achtung, sonst ist das nicht eindeutig bestimmt. Wenn die Verteilungsfunktion tatsächlich streng monoton wachsend ist, wie hier, dann ist sie sogar bijektiv. Also sie ist stetig, wir wissen, sie verläuft zwischen 0 und 1 und geht also asymptotisch gegen 1 und rechts und links gegen 0. Und da sie auch noch stetig ist, muss sie also eben hier sogar bijektiv sein. Aber das gilt nur, wenn sie streng monoton ist. Es könnte aber auch folgendes Bildchen sich ergeben, und zwar, dass ihr zwischendrin einmal so ein Plateau habt. So in der Richtung. Schwupps. Und wenn natürlich genau da 1/2 ist, dann habt ihr eben viele Werte und zwar viele Argumente, die den Funktionswert 1/2 liefern und dann nehmt ihr einfach hier den kleinsten. Und das entspricht diesem Minimum. Dann wäre das hier x-Schlange. Und was ihr da wieder seht ist, dieser Punkt, dieses Argument, wenn ihr so wollt, teilt die Daten auch wieder 50-50, in Erwartung zumindest. Wenn ihr jetzt ganz konkret eine Stichprobe habt und also ganz, ganz viele Realisierungen, stellt euch vor, dann werden ungefähr 50% rechts fallen und 50% links fallen. Das wäre dann zu erwarten. Na gut, was ihr noch gegeben habt, ist eine vorgegebene Zahl klein m. Das ist irgendeine reelle Zahl und wir stellen uns Folgendes vor, das ist eine Zahl, die uns jemand gegeben hat. Beispiel. Ihr könnt in der Library BSDA mal den Datensatz anschauen, und zwar Chemist. In diesem Datensatz seht ihr die Brutto-Jahres-Einstiegsgehälter von Chemikern und Chemikerinnen. Also das sind Einstiegsgehälter. Und diese Einstiegsgehälter, kann man sich fragen, entsprechen die zum Beispiel, und zwar im Median gesehen, den Einstiegsgehältern einer anderen Berufsgruppe. Zum Beispiel könnte es sein, dass in einer vergleichbaren Berufsgruppe das 47.000 sind. Okay? Also das könnte sein. Und was will ich jetzt überprüfen? Ich will überprüfen, ob entsprechend der Median der Einstiegsgehälter hier von diesem signifikant abweicht oder nicht. Das ist eine interessante Fragestellung. Und bitte, typischerweise bei Gehältern ist der Mittelwert nicht so interessant, oder? Also, und entsprechendes Bondot, der Erwartungswert. Warum? Weil wenn ihr welche habt, die wahnsinnig viel mehr verdienen, ihr seht, da gibt es halt einen Ausreißer, der ein bisschen da nach oben zieht. Aha, ich glaube übrigens, dass ich zumindest im Skriptum 40.700 wahrscheinlich genommen habe. Nehme ich jetzt an, weil sonst wären wir da also über dem Ausreißer, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt hier herauskommen wird. Und was also im arithmetischen Mittel passieren kann, ist, dass Ausreißer das eben sehr nach oben reißen. Der ist nämlich sensibel unter Ausreißer, der Median ist hier sehr stabil und die Aussage auf Gehälter umgemünzt ist halt eine sehr gute, 50% verdienen drunter, 50% verdienen drüber. Ich kann sogar sagen, wirklich drüber, wirklich drunter, und zwar aufgrund dessen, weil wir hier eine stetige Verteilungsfunktion haben. Das heißt, dass wir genau den Wert treffen, das wird also nur mit Wahrscheinlichkeit 0 passieren. Durch Runden kommt es natürlich doch zustande oder weil man halt einfach Zahlen natürlich nicht bis aufs Komma genau hat. Die Fragestellung mal klar, was man hier machen will. Und jetzt ist die Frage, wie testet man das? Das heißt, die Nullhypothese hier lautet wie folgt, auf die man testen möchte. Und zwar,
H0 lautet also, x Schlange ist gleich n. Was bei uns bedeuten würde, noch einmal, der Median der Einstiegsgehälter hier ist gleich das vorgegebene 40.700. Gut, wie testet man das? Ja, ich habe ja schon gesagt, was eigentlich passieren sollte. Wenn das wirklich der Median ist, wie viel Prozent der Daten sollte in etwa links liegen und wie viel Prozent rechts? 50-50. Und jetzt werden wir gleich sehen, warum der Vorzeichentest heißt. Na, weil ungefähr noch einmal 50% links, 50% rechts liegen sollten. Das heißt, wenn ich jetzt hier folgende Zufallsgröße bilde, di, xi minus m, was ist denn davon dann der Median, wenn die Nullhypothese zutrifft? Na, dann ist der 0. Also für i gleich 1 bis n setze ich so das di, und was uns klar ist, das die Schlange, das heißt also hier der Median der DIs, der ist dann gerade 0. Und wenn ich jetzt also diese Stichprobe betrachte, ist ja einfach nur verschoben um dieses n, dann sollte unter der Nullhypothese Folgendes gelten, und das tut es auch, also unter H0 gilt dann eben das, also das sollte ich daher schreiben, Entschuldigung, dass eben das 0 liefert. So ist es. Und was kann ich jetzt machen? Wie kriege ich jetzt ein Maß dafür, ob eben die Abweichungen vom Median zu groß sind oder eben noch im Rahmen des zufälligen reinfallen, zumindest was als zufällig einzustufen ist? Was könnt ihr machen? Ja, eben zählen wieder. Das heißt, ich zähle jetzt einfach, und dieses Zählen, die Zufallsgröße, die das tut, nenne ich A, wie viele von den zugehörigen Realisierungen, und genauer zunächst sind es halt nur die Stichprobenvariablen, fallen jetzt in den positiven Bereich. Das heißt, wir schauen einfach nur, wie viele von den DIs sind positiv. Das heißt, wenn wir die da einsetzen, gibt es DI hier gerade ein 1 in dieser charakteristischen Funktion, wenn es positiv ist. Wenn es negativ ist, gibt es also den Beitrag 0. Wir summieren über alle auf, also von i gleich 1 bis n. Und das, was diese Zufallsgröße A tut, ist einfach zu zählen, wie viele der DI sind positiv. Was ist unter der Nullhypothese zu erwarten? Ja, ungefähr 50%. Weil, was ist der Erwartungswert hier? Wir können wieder sagen, was hier die Verteilung ist. Was ist denn die Verteilung unter der Nullhypothese hier? Richtig, binomial verteilt. Wie oft führen wir sozusagen den Münzwurf durch? Also müsst ihr euch vorstellen, ihr werft wieder eine Münze. Und die fällt jetzt mit 50%iger Wahrscheinlichkeit auf positiv und mit 50%iger Wahrscheinlichkeit auf negativ, weil der Median genau 0 ist. Und damit, wenn ihr das n mal durchführt, kriegt ihr also diese Verteilung. Zählt einfach nur, wie viele rechts hingefallen sind. Und das wissen wir unter der Nullhypothese. Das heißt, unter der Nullhypothese ist der Erwartungswert, und zwar eben entsprechend von dieser Zufallsgröße A, gerade n halbe. Das heißt, wenn ihr also 100 mal die Münze werft, dann ist zu erwarten, dass in 50 Fällen da eben die Münze auf Kopf fällt. So müsst ihr euch vorstellen. Und natürlich ist das alles nur in Erwartung jetzt. Und wie wird man jetzt testen? Ja, wenn man die Verteilung unter der Nullhypothese kennt, dann ist man quasi fertig. Alles, was man jetzt noch tun muss, ist, man muss also eben dieses A als Teststatistik nehmen, und die Realisierung dieser Teststatistik nenne ich halt jetzt klein a, damit es zum Groß A passt. Ich setze da in das Groß A meine Daten ein, meine Datenpunkte, dann habe ich die Realisierung der Teststatistik, wie gesagt. Und jetzt muss man nur überlegen, was sind zu krasse Abweichungen. Ja, da braucht man Quantile. Und zwar, wenn zu wenige positiv sind, wäre schlecht. Weil das bedeutet also dann, dass vermutlich der Median weiter links liegt, oder? So kann man es interpretieren. Und dann müssen wir halt das entsprechende Quantil nehmen. Und zwar nehmen wir da das Alpha halbe Quantil der entsprechenden Binomialverteilung. Und zwar genau die da oben steht, der BN Halbverteilung. Und wenn dieses A hier aber zu groß ist, das heißt, wenn zu viele positiv sind, ja, dann müssen wir A verwerfen. Weil das heißt wieder, es gibt eine zu starke Abweichung von der Mitte, und aus Symmetriegründen kann man hier nehmen N minus das entsprechende Quantil. Und falls das hier der Fall sein sollte, dann wird H0 verworfen. Und jetzt seht ihr auch noch einmal, warum der Vorzeichentest heißt, weil der einfach nur zählt, wie oft welches Vorzeichen auftritt und dann entsprechend zur Testentscheidung kommt. Schauen wir uns das für genau diese Einstiegsgehälter an. Also noch einmal, da eben Chemist, da
wollen wir uns das nochmal anschauen. Ich bin übrigens gerade wieder mal draufgekommen, dass ich wieder vergessen habe, da den Screen zu saven. Ach, es ist ja so schwierig, auf zwei Knöpfe zu drücken. Gut, was wollen wir tun? Ja, den Vorzeichentest anwenden. Jetzt könnt ihr den natürlich leicht selber implementieren. Was müsst ihr tun? Weil ihr zieht das M ab und dann zählt, wie viele positiv sind. Fertig, dann hat es das kleine A gegeben, oder? Ganz einfach, dann nimmt es das entsprechende Quantil. Das könnt ihr leicht selber implementieren. Es ist schon vorimplementiert. Und bitte beachtet, sign.test, sign groß geschrieben, das findet ihr im Package BSDA, das ich gerade vorher geladen habe. Also wenn ihr einfach nur probiert, sign.test einzugeben, dann ist wahrscheinlich bei euch das Package nicht geladen. Und wie gesagt, das Package ist hier BSDA. Das ist hier das Package. Und sign.test wenden wir jetzt also hier auf Chemist an. Wir müssen natürlich sagen, was der Median ist, auf den wir testen möchten. Und da habe ich gesagt, 40.700, das wollen wir testen. Was habe ich kaputt gemacht? Aha. Ja, das Problem ist, glaube ich, dass hier die Spalte Salary heißt. Okay, also ich muss die richtige Spalte auswählen, nicht das Gemüse, das Gehalt. Okay, ihr seht einen P-Wert von 0,006 und ein paar zerquetschte. Das bedeutet, was wäre jetzt die Aussage? Der Median der Einstiegsgehälter weicht signifikant ab von 40.700. Ihr könnt es natürlich auch in weiterer Interpretation sagen, dass einfach die Einstiegsgehälter signifikant abweichen. Ich meine, das ist schon klar, dass das die Interpretation ist. Eigentlich muss man immer genauer sagen, bezüglich welcher statistischen Maßzahl. Und das haben wir hier gemacht. Habt ihr zu diesem Test mal Fragen? Was eigentlich eher seltener vorkommt, ist, dass man genau so testet, auf einen vorgegebenen Median. Was meistens interessanter ist, ist, dass man zwei Gruppen direkt miteinander vergleicht, oder? Das ist also sehr häufig ganz interessant. Und jetzt kommen wir zu einer Problemstellung, die wir bisher noch gar nicht abgedeckt haben in der Form. Schaut euch zum Beispiel mal dieses Problem hier an. Also das ist Beispiel 8.15, es geht um Winterreifen. Und zwar ist es so, ihr stellt euch vor, eine große Reifenfirma hat also einen neuen Winterreifen auf den Markt gebracht. Vielleicht sind sogar zwei neue Profile. Und jetzt möchte man halt wissen, welches Profil funktioniert besser. So, jetzt könntet ihr Folgendes tun. Jetzt nehmt ihr einfach ein einziges Auto, dann tut ihr den einen Reifen drauf und dann den anderen Reifen drauf und dann lasst ihr es ein paar Mal bremsen. Ja, das Problem ist, das ist ja nur ein Auto. Es kann sein, dass der eine Reifen da besser funktioniert, aber der andere nicht. Wenn ihr dann andere Autos verwendet, kann es unterschiedlich sein. Was ich jetzt gerne wissen würde, ist, über mehrere Fahrzeuge, mehrere Testfahrzeuge verteilt, welcher der beiden Reifen funktioniert besser und dann insgesamt verglichen, welcher ist von höherer Qualität. Das heißt, welcher schneidet bei wie vielen Fahrzeugen besser ab? Und das wollen wir irgendwie in den Griff kriegen. Und das, was ihr da seht, was gemacht wurde, ist 16 Testfahrzeuge. Stellt euch einfach irgendwelche Mittelklasse wegen zum Beispiel vor. Da ist wichtig, die haben nicht alle dieselben Parameter. Einer ist vielleicht schwerer als der andere, der eine ist vielleicht, was weiß ich, ein älteres Modell als der andere und so weiter und so fort. Also das sind wirklich unterschiedliche Fahrzeuge, stellen wir uns vor. Und dann wird einmal die eine Profilsorte bestückt und dann nehmt ihr zum Beispiel das erste Auto mit dieser Reifensorte und dann wird einfach eben geschaut, was der Bremsweg ist. Dann montiert man auf dasselbe Fahrzeug, das ist ganz, ganz wichtig, den zweiten Reifen und schaut sich wieder den Bremsweg an. Da macht man dasselbe für das zweite Fahrzeug und so weiter und so fort. Und das, was ihr da seht, ist, dass man eine sogenannte gepaarte Stichprobe hat. Man hat nämlich immer dasselbe Fahrzeug und gebremst wird unter zwei unterschiedlichen Voraussetzungen. Und bitte, da müsst ihr aufpassen, bringt sie nicht durcheinander. Ihr dürft jetzt nicht hergehen und da irgendwie die Spalten mixen und so weiter. Also da sozusagen 55 zu 44,7 dazu schmeißen. Das wäre natürlich jetzt ganz, ganz ein hoher Informationsverlust, den wir hier hätten. Ich habe das mal für euch in R eingetippt. Und zwar einmal Reifen 1, Reifen 2. Das sind die entsprechenden Bremswege. Was ich zum Beispiel machen kann, ist einmal ein Boxplot. Von Reifen 1 gegen Reifen 2. Und was ihr schon seht, ist, bei der zweiten Profilsorte, dass hier der Median höher liegt, oder? Jetzt gibt es aber ein Problem. In dieser Darstellung im Boxplot, welche Information geht vollständig verloren? Genau. Dass die Stichproben verbunden sind, sagt man auch, gepaart sind. Das heißt, dass immer vom selben Fahrzeug beides erhoben wurde. Das seht ihr da im Boxplot nicht mehr. Ihr könnt jetzt natürlich da jetzt schon überprüfen,
beispielsweise auf gleiche Erwartungswerte. Wird euch nicht gelingen, weil es wahrscheinlich nicht normal verteilt ist, oder? Also nicht sehr plausibel ist, dass es da normal verteilt ist. Aber bitte beachtet, das ist jetzt hier nicht sinnvoll. Und zwar, was wir wirklich an Informationen erhalten wollen, ist, dass sie gepaart sind, diese Stichproben. Na gut, was haben wir vorliegen? Wir haben vorliegen, und zwar das folgende. Also gegeben ist jetzt eine Stichprobe x1y1, und zwar da seht ihr jetzt eine zweidimensionale Stichprobe. Wir stellen uns immer vor, Bremsweg mit dem ersten Reifen, und zwar des ersten Fahrzeugs, Bremsweg mit dem zweiten Reifen des ersten Fahrzeugs und so weiter und so fort, bis wir das Endefahrzeug mit diesem Bremsweg zum Stillstand gebracht haben, mit der ersten Profilsorte und mit der zweiten. Und das ist eine Stichprobe, die wir gegeben haben. Und jetzt nochmal, was ist das eigentlich Interessante? Ja, das Interessante ist jetzt nicht sozusagen einfach, wie diese beiden Boxplots sich zueinander verhalten, sondern viel interessanter ist, was die Differenz macht der beiden. Und zwar, da ziehe ich nämlich jetzt wirklich den Bremsweg der ersten Profilsorte für das erste Fahrzeug von dem entsprechenden zweiten Bremsweg ab und so weiter und so fort. Das bleibt jetzt alles gepaart. Und was ihr da seht, ist jetzt wirklich was, was man interpretieren kann. Ihr seht also entsprechend, dass der Median hier unter 0 liegt. Wenn der Median jetzt also hier nahe bei 0 wäre, würde das bedeuten, dass also die Qualität, das ist jetzt schon die Interpretation, dieser Reifen in etwa gleichwertig wäre. Aber wir sehen, der Median ist ein gutes Stück weit weg von 0. Das heißt, die werden sich irgendwo unterscheiden, könnte man vermuten. Und das ist das, was wir überprüfen wollen. Deswegen werden wir genau diese Differenzen anschauen. Das heißt also, wir definieren jetzt DI als Differenz von XI zu YI. Und bitte, diese Differenz muss sinnvoll interpretiert werden können. Das heißt, was weiß ich, wenn ihr das jetzt irgendwie macht, für Parteizugehörigkeit kodiert und was weiß ich, das Geschlecht, das macht null Sinn, gell? Also bitte, das muss schon was sein, was vergleichbar ist. Und wie gesagt, kommt typischerweise von solchen Problemstellungen. Das machen wir also mal für I gleich 1 bis N. Jetzt brauchen wir eine Annahme. Und zwar die Annahme, die wir jetzt hier treffen, ist, dass D1 bis Dn eine Stichprobe ist. Ja gut, dass es eine Stichprobe ist, das glauben wir gleich. Also wenn die entsprechend schon da oben unabhängig werden, dann sind es auch die DIs untereinander. Aber das Entscheidende ist, mit stetiger Verteilungsfunktion. Und zwar die stetige Verteilungsfunktion, die bezeichnen wir also hier wieder mit FD1. Das ist also die Schreibweise hier bei uns, oder? Na gut, und was ist jetzt die Nullhypothese? Na, die Nullhypothese ist, dass der Median von diesen Ds hier 0 ist. Also die Nullhypothese ist, der Median von D Schlange ist 0, und das würde dem entsprechen, dass also ungefähr die Abweichungen ins Positive wie ins Negative sich also ausbalancieren. Und das wird halt entsprechend getestet gegen die Alternative, also dass D Schlange ungleich 0 ist. Und was ihr da seht, ist, dass man jetzt einen und denselben Test verwenden kann. Man überprüft einfach für eine vorgegebene Stichprobe, die die DIs ja sind, auf Median gleich 0. Das heißt, man setzt hier einfach das M gleich 0 in dem Test zuvor. Man hat also dieses Einstichprobenproblem sofort erweitert auf das Zweistichprobenproblem. Das geht hier quasi gratis. Und das ist natürlich jetzt auch hier implementiert in R. Wieder mit Sign.Test. Wenn ihr Reifen 1 gegen Reifen 2 hier also testet, dann seht ihr, der P-Wert, der hier rauskommt, ist 0,076 und ein paar zerquetschte. Das heißt, entgegen dieses Boxplots ist es also wirklich so, dass dieser Vorzeichentest keinen, und zwar für diese gepaarte Stichprobe, das steht da, Dependent Samples, dass der also keinen signifikanten Zusammenhang feststellen kann, keinen signifikanten Unterschied feststellen kann, sollte ich lieber sagen. Wenn ihr euch den Test jetzt aber da so anschaut, und insbesondere schauen wir uns nochmal diese Differenzen da an, teilweise treten also hier sehr hohe Differenzen auf. Das seht ihr da, minus 6 und so weiter. Habt ihr da irgendwo, wie soll man sagen, diesen Abstand zwischen den Bremswegen mit eingebaut? Null, gar nicht, oder? Das heißt, es ist nur entscheidend, ob der Abstand positiv oder negativ ist, ob diese Differenzen positiv oder negativ sind. Das ist das Einzige, was hier entscheidet. Das heißt, es kann sozusagen um einen Mikrometer
ins Positive gehen oder um 20 Meter. Das spielt keinen Unterschied bei diesem Vorzeichentest. Der ist zwar ganz nett zum Erklären, der ist ganz, ganz einfach, wie gesagt, einer der einfachsten nicht-parametrischen Tests, die ihr euch vorstellen könnt. Aber das Problem ist in der Praxis, ist er eher nicht von Relevanz. Also noch einmal, das Problem ist, dass zwar die Vorzeichen der Differenzen eingehen, aber nicht die Abstände. Also sprich, ob das jetzt eben, wie gesagt, 20 Meter sind oder nur ein paar Millimeter. Und da werden wir jetzt einen Test besprechen, und zwar ist das der sogenannte Wilcoxon-Vorzeichenrangtest. Den seht ihr also da in Skriptum auf Seite, wo haben wir es denn da, 267 erwähnt. Also bei mir ist Seite 267, aber ich glaube, das könnte eine ältere Version sein. Und das ist der Test, der eigentlich in der Praxis durchgeführt wird. Also wie wird der durchgeführt? Mit Wilcox.test. Wir testen also Reifen 1 gegen Reifen 2 und ganz wichtig, ihr müsst sagen, dass das eine gepaarte Stichprobe ist. Deswegen setzt ihr Paired auf True. Und was ihr seht ist, dieser Test erkennt sehr wohl einen signifikanten Unterschied. Das heißt, wenn man wirklich die Abstände hier mit einbaut, dann kommt es zu einem signifikanten Unterschied. Und dieser Test ist also hier das Vernünftige, was man anwenden sollte. Der Vorzeichentest, der gibt euch die Idee, was zu tun ist. Dieser Rangtest, wie er heißt, der macht das, was man machen sollte. Ich will ganz kurz erklären, auf was der testet. Wir werden also uns jetzt nicht ganz genau anschauen, wie dieser Test zustande kommt. Da muss man also schon ein bisschen mehr arbeiten. Also, was macht dieser Wilcoxon-Test so ungefähr? Wir werden auch gleich sehen, der kann noch auf was anderes testen. Und zwar kann der auch eine nicht parametrische Variante des doppelten T-Tests sein oder des Welch-Tests. Aber wenn wir hier Paired auf True setzen, gilt aber auch für die andere Variante, dann wird Folgendes überprüft. Und Folgendes sind die Annahmen. Stellt euch vor, ihr habt also eine kontinuierliche Verteilung. Dem würde also entsprechen, dass ihr eine Dichte bezüglich dem Lebesgue-Maß habt. Stellt euch vor, das ist die Dichte, die Wahrscheinlichkeitsdichte eurer Verteilung, zumindest eine. Und die Annahme bei diesem Test ist, dass sich die beiden Verteilungen in Bezug auf die Dichte nur um eine Verschiebung unterscheiden. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel das jetzt hier bei diesen Maxima fixieren, hier gibt es die Verschiebung A. Und dieser Test testet darauf, dass A gleich 0 ist. Das heißt, die Annahme ist, dass die Verteilungsfunktion eurer ersten Stichprobe, zu, also hier so an einer Stelle T, das gleiche ist wie der zweiten Stichprobe, also der zweiten Komponente eurer zweidimensionalen Stichprobe, verschoben um A. Das müsst ihr euch vorstellen, für irgendein A aus R. Und getestet wird auch Folgendes, das ist also hier die Nullhypothese, ist diese Verschiebung also 0. Und man sagt eben hier, wenn man zum Beispiel jetzt verwerfen würde, bezüglich der Lage gibt es einen signifikanten Unterschied. In der Interpretation entspricht das schon auch wieder einem Durchschnittswert und so weiter. Aber das ist eigentlich das, auf was getestet wird. Es wird getestet, ob es einen signifikanten Unterschied in Bezug auf die Lage eben dieser beiden Verteilungen gibt. Und da habt ihr jetzt eben gesehen, wie er durchgeführt wird, wie genau dieser Test funktioniert, wie gesagt, werden wir nicht erwähnen. Habt ihr mal zu dem Fragen? Falls die nicht so ist, will ich euch noch ein Beispiel zeigen. Und zwar ein weiteres Beispiel, was auch diesen Wilcoxon-Rangsummentest eben hier verwendet. Der hat übrigens auch ganz viele Namen. Der heißt auch U-Test, der heißt Mann-Whitney-U-Test. Also findet ihr unter ganz vielen verschiedenen Namen. Das wäre etwa das Folgende. Und zwar gehen wir also hier eins weiter. Ihr habt zum Beispiel zwei verschiedene Routen, stellt es euch vor. Also da ist halt so klein, ist das in eine kleine Geschichte verpackt, die werdet ihr wahrscheinlich im Proseminar eh noch genauer behandeln. Also ein Mathematiker, wie das halt so ist, wohnt am Rande einer Großstadt, natürlich Innsbruck stellen wir uns vor, und fährt also jeden Tag auf die Uni, ans Institut, und er hat zwei Routen zur Verfügung. Und es ist so, irgendwann stellt er sich halt doch die Frage, welche Route ist also die schnellere? Jetzt ist es so, hin und wieder kommt es natürlich irgendwie zum Stau oder was, dann ist die eine schneller als die andere und so weiter und so fort. Und was er macht ist, über mehrere Tage fährt er also dann mal die erste Route, und zwar sind es 12 Tage, und über 11 Tage, also der Stichprobenumfang ist jetzt nicht so groß, der soll öfter fahren, aber gut, dann ist es mühsamer zum Aufschreiben, fährt er dann auf der zweiten Route. Und
Die Hypothese ist, diese beiden, die Nullhypothese, diese beiden Routen sind bezüglich der Lage als gleichwertig anzusehen. Das heißt also, wenn wir uns vorstellen, dass es eben hier nur zu so einem Shift kommt, wie man sagt, dann ist er also Null. Also die beiden Routen sind gleichwertig, das wäre die Nullhypothese. Und auch das kann man testen. Ich kopiere die mal beide rein. Schwupps. Also Route 1 ist gleich, Scan von, Trip und reinkopiert. Dann brauchen wir die zweite Route. Also ich hoffe, ihr gebt so Zeug nicht ein. Doch, oh je. Also ich kopiere halt sowas rein. Mit Scan geht das halt ganz gut. Und was wir uns wieder anschauen können, ist zum Beispiel ein Boxplot. Und zwar von Route 1 und von Route 2. Wenn ihr den Boxplot anschaut, was würdet ihr sagen? Sind diese beiden Routen gleichwertig oder nicht? Also ihr wisst, für welche ich mich entscheide. Ich würde mich doch für die erste entscheiden, obwohl... Genau, das durchaus sein kann, dass ich öfter mal ein bisschen länger stehe. Das heißt, die zuverlässigere, nach Boxplot nur rein deskriptiv interpretiert, ist die Route 2, aber die besseren Chancen, früher zu kommen, habe ich mit Route 1. Das wäre die Interpretation. Sind die Daten normal verteilt? Ist es plausibel, dass sie normal verteilt sind? Allein wenn ich mir den Boxplot da anschaue, also das wird nicht normal verteilt sein. Schaut nicht so aus. Das heißt also, das ist schon mal so asymmetrisch, das spricht nicht wirklich für eine Normalverteilung. Kann man natürlich auch wieder testen. Also, wenn die Daten normal verteilt wären, wie würde ich jetzt vorgehen? Welchen Test würde man anwenden? Den doppelten T-Test oder den Welch-Test, je nachdem. Also zum Beispiel würden wir anwenden, also wohl eher den Welch-Test. An dieser Stelle, bitte, da müsste man jetzt alles überprüfen. Gell? Ich sage, ich mache das jetzt einfach einmal nur. Und was ihr seht ist, also da kommt 0,53 und ein paar zerquetscht daraus. Das heißt, bezüglich der Erwartungswerte würde hier der T-Test, der doppelte sagen, ja, gibt es keinen signifikanten Unterschied. Wir wollen jetzt aber testen mit dem U-Test oder eben Wilcoxon-Rangsummen-Test. Und zwar Route 1 gegen Route 2. Und was ihr da jetzt seht ist, der P-Wert ist ein Stückchen kleiner geworden, aber trotzdem, auch der sagt, diese beiden Routen sind gleichwertig zu sehen. Ihr seht, da gibt es zwar stärkere Abweichungen, der Median liegt deutlich drunter, aber eben gerade das macht es aus, dass die Abweichungen zufällig eingestuft werden. Das heißt, speziell bei diesem geringen Stichprobenumfang ist hier kein signifikanter Unterschied festzustellen. Beachtet, das sind nur, wie viele Datenpunkte haben wir da gehabt? Also da waren es sogar nur, lustig, warum sind es da mehr als bei mir im Skriptum? Ah, ich habe da ein paar ergänzt anscheinend. Okay, sehr gut. Immerhin sind es da schon 11 und 11 ist aber immer noch sehr, sehr gering. Bitte mit 11, das ist mir nicht vernünftig. Gell? Aber jetzt für diesen akademischen Zweck seht ihr also, da kommt kein signifikanter Unterschied heraus. Was ihr hier unten noch einmal seht, ist die Alternative. True Location Shift is not equal to zero. Das bedeutet also, das ist genau jetzt die Alternative, die hier angegeben wird. Es wird also das hier getestet gegen die Alternative H1 A ungleich 0. Und das ist ein Test, der spielt also sehr oft wirklich eine wichtige Rolle. Speziell also im medizinischen Bereich ist es sehr oft so, dass ihr gewisse Merkmale habt, die nicht normal verteilt sind. Und leider habt ihr ja oft jetzt nicht gerade riesengroße Stichprobenumfänge. Und dann müsst ihr auf diesen Test zurückgreifen. Da könnt ihr also nicht einfach dann einen doppelten T-Test machen oder einen Welch-Test. Das ist also hier nicht zulässig. Und dann bitte greift ihr auf diesen Test zurück. Gut, für heute würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Das nächste Mal werden wir uns, wie gesagt, noch einmal kurz mit Zeitreihenanalyse in der ersten Stunde beschäftigen, zweite Stunde dann Fragen und bitte bereitet welche vor. Danke für heute.